die DDR hat gern das Märchen verbreitet, dass die bösen Faschisten alle im Westen sind und im Osten waren nur die Guten, was natürlich Unsinn war. Beide Deutschländer waren Deutschländer und beide Deutschländer waren antisemitisch, weil die Generation davor so aufgewachsen ist. Punkt. Und da ist schon eine Menge auf mich eingeprasselt als Kind, auch in der Schule. Ich erzähle dann immer die Geschichte. Ich denke, ich war 10, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß noch genau, wo ich gesessen habe in der Schulklasse, ziemlich weit hinten. War das Thema Judenverfolgung, hieß das damals, den Begriff Holocaust oder Shoah, gab es so noch überhaupt nicht. Und das Thema war irgendwie dran in der Schule. Und der Lehrer sagte, ja, wir haben ja da die Jalda, deine Mutter war ja in Auschwitz, erzähl uns doch mal, wie es so in Auschwitz war. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß nur noch, dass ich stand und alles aus meinem Kopf und aus meinem Bauch weg ist. Also keine Ahnung, was ich da geredet habe. Ja, und ich 67, das war die Zeit, wo ich als aufmüpfiger Teenager durch die Gegend lief. Da bin ich mit einem dicken, wirklich riesig großen Magin David rumgelaufen und dann kam die FDJ-Sekretärin, mach das ab, das ist das Zeichen des israelischen Aggressors. Gesagt, nee, das sind meine in Auschwitz ermordeten Großeltern. Und da wussten sie nicht mehr, was sie sagen sollten. Ja, also diese Spannung auszuhalten. Dieses, du bist mit der Geschichte sichtbar. Das ist natürlich mein Leben. Ist völlig klar. Und ja, und ich denke, das ist auch die Aufgabe, die ich mir hier gesucht habe, die Geschichten zu erzählen und auch immer wieder zu erzählen, wie es dazu kam und warum das alles so ist. Und aber auch zu erzählen, wie toll es ist, jüdisch zu sein. Na, Sie sind jüdisch, das tut mir aber leid. So eine der berühmten Sprüche, die du kriegst. Ne? Ich kann immer sagen, ich finde es toll, jüdisch zu sein, ich bin gerne jüdisch.